Hallihallo, Hallöchen, und damit herzlich willkommen zurück zu Farm Together mit dem lieben Christian Angel 3000. Hallo! Hallo. So. Wir haben Sommer. Ist so witzig, ja. So, wir können weitermachen. Ernten, wir haben Sommer. Habe ich gerade schon mal gesagt. Wir können gleich die Blaubeeren pflanzen. Ich tue mal hier die Bäume ernten. Dann mache ich die Blaubeeren, würde ich sagen. Ja. Ja. Den ganzen Salat hier erstmal abreißen. Der böse Salat. Oh, wir haben kein Geld mehr. Da hat Die einer kosten geahnt. 220, ach du meine Güte, okay. Ja. Ist ein Pleite. Dann mache ich mal schnell die Mandeln. Die guten Mandeln. So. Wie viel brauchen wir eigentlich? Ich glaube 70 Blaubeeren. 70? Was ist das für eine Quest? Tja, Eine super. längere. Ich hatte jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, dass die so teuer sind. Die drei Reihen hier, die reichen erstmal. Dann sollen die wachsen. Ja, wir können gleich noch mal eins, zwei hinsetzen. Ich tue hier auch fleißig den Salat wegmachen. Oh, Fisch können wir auch machen. Fee! Gute Fee! So, Level Forelle. aufgestiegen, die Forelle. So, ah, hast du schon, okay. Da würde ich jetzt sagen, würde ich jetzt was pflanzen, wo wir auf jeden Fall viel verdienen. Da hätten wir 200 plus. Ich weiß nicht, kann man Erdbeeren pflanzen? Nee. Weil die bringen halt viel, ne? Wir könnten Kartoffeln, das ist dann 62 plus. Oder für 80 Auberginen kann man jedes Jahr pflanzen, 80 und kriegen 244 raus. Ja, dann mach Dafür ist Aubergine. halt aber dafür ein Tag, ne? Also da ja wir wahrscheinlich halt wieso erst morgen weitermachen, würde das eigentlich dann passen normalerweise. Würde ich jetzt sagen, oder? Ja. Oder Kürbis. 100, 404. Sind aber zwei Nee, Tage. für die Kürbisse würde ich nicht machen. Wenn, dann schon Melone, das lohnt sich mehr. Aber ich würde jetzt. Oder Baumwolle. Haben wir 92 plus. Geht nur 12 Stunden halt, aber da wir ja wieso erst morgen machen, dann wäre das. Ja, machen wir. Ja, Kannst auch Aubergine. Aloe Vera machen, ne? Ist Ja, aber. 74 plus. Ja, aber jetzt kriege ich mit den Aubergine kriege ich dafür mehr aus. Da kriege ich ja über 100. Ah, ja, okay, dann mach die Aubergine. Make Aubergine great again. Das bin ich pleite. Nicht nur du. Wir haben ja ein gemeinsames Konto. Mein Vater hat mich damals gewarnt. Mach kein gemeinsames Konto mit deinem Freund. Du wirst nur arm, hat er gesagt. Hat er recht. Kann man das gießen, dann kann man die gleich ernten. Da haben wir auch wieder Geld. Ja, das Problem ist, was am meisten bringt, da dauert halt extrem. Deswegen macht das jetzt, kann man da echt nicht so einen 5-Stunden-Livestream von diesem Spiel machen, wo das dann einfach, dann stehst du da. Wir machen Armes dann Hab. irgendwann mal so ein Zwei-Tages-Livestream, wo wir einfach nur die Melone zeigen, wie sie wächst. Aber wir tun jetzt nichts Neues an Pflanzen erstmal, oder? Ich würde sagen, die Auberginen machen wir weiter. Ja.
Wir müssen halt gucken, ne, dass das reicht. Ja, ja, klar, 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 klar. Ich würde irgendwie schon gern wieder ein bisschen Salat machen, weil das so... Ich weiß nicht, das beläppert sich halt. Mir egal, das ist deine Entscheidung jetzt, ja. Oh Gott, damit kann ich nie leben. Okay. Stell mich nie unter Druck. Weil Auberginen kosten halt 80, ne? Du kannst ja ein paar pflanzen, das ist ja kein Problem. So. Wir müssen halt gucken, dass es halt finanziell... Ich mach mal die Reihe hier. Du kannst auch die zweite Reihe machen, wenn es reicht. Nee, nee, das würde nicht passen. Wir haben ja noch die Erdbeeren haben wir ja auch noch hier liegen. Ja, ja, die bringen 1500 dann, ne? Mhm. 27 Minuten. Ja. Vielleicht erleben wir es noch, ne? Mhm. Ich möchte dann aber... Salat. Wieder, nee, jetzt warte mal. Ich möchte dann aber wieder Erdbeeren pflanzen, ne? Ja, aber... Die kosten halt 800 halt, ne? Klar, die bringen halt, ne? Die kann man im 700 Sommer... 700 halt, ne? Hm. 800. Im Nein. Sommer und im... Nein, 700. 800, würden, also wenn wir 800 bekommen, wird man ja 1,6 bekommen. Aber ja, nein, ja ich 1, meine 5. 800 kosten die. Ja, ja, aber ich meine, was wir rausbekommen, meine ich. Mhm. 1, ja, aber 700 also ist auch schon was, ne? Mhm. Das ist, da ist ja das Geld, das ist ja 700 plus. Ja, aber das Geld erstmal aufbringen hat, weil es ist halt auch nicht so. Mm. Auch, das ist halt das Problem. Das ja, sind ja die Auberginen halt noch ein bisschen finanziell noch günstiger und ja. Noch ansprechbarer. Abgesehen von Melonen jetzt und Weizen. Also Salat? Mm. Der wächst am schnellsten, da hat man was zu tun. Ich will ja irgendwas zeigen. Ja, alle Zuschauer werden ab sofort Vegetarier, weil sie nur noch Salat sehen. Ja. Herzlich willkommen bei salatcontent.de. Ihr Ansprechpartner für vegetarische Gerichte. Wir haben kein Geld, ne? Am Brunnen vielleicht? Pommes. Nee, auch dort nicht. Auch dort nicht. Ja, wir könnten ja einen weiteren Brunnen hinsetzen, wenn wir wirklich Geldmangel haben. Die Frage ist bloß, ist es denn überhaupt möglich? Ja. Oh, wir haben wieder Geld. Ja, weißt du auch warum? Wegen Schweine. Ja. Hast du eine Schweinerei gemacht? Eieieie. Ich muss aber die Tiere füttern. Ja, ich wollte das Feld weitermachen. Oh, okay, dann mach erstmal das. Das ist gleich fertig. Noch eins. So, jetzt ja. Was gekostet. So. Okay. Oh. Bäume. Das mit den Bäumen würde ich mir auch noch mal überlegen, ob wir welche abreißen und neue hinsetzen, die ein bisschen mehr Geld bringen. Kannst du natürlich machen, wenn du möchtest. Weil die bringen ja auch nur 16 momentan. 16 Goldstücke. Das
halt auch wieder nicht viel. Nicht genug Geld. Na. Ah. Willst du Kühe anbauen? So, Eier. So, ich habe mal die Tiere gefüttert. So. Okay. Wir haben noch 2 Euro, das reicht für eine Kugel Eis. Ich vertreibe mir die Zeit jetzt damit, irgendwie diese Bereiche hier irgendwie zu verschönern. Mhm. Aber gib nicht alle Diamanten aus. Okay. Brauchen immer noch ein paar auf der Kante. Okay. Wenn wir zum Beispiel weitere Gegenstände bauen können, weil wir sind bald Level 12 und dann können wir wahrscheinlich schon wieder was Neues bauen. Was das angeht. Thema Bäume, ne? Mhm. Kannst du da welche wegmachen, wenn du willst? Ich kann hier gerade Bananen ernten. Mhm. Kann ich gerade machen. Und Kokosnüsse auch. Mandeln kann man auch wieder ernten. Sicher? Okay. Mhm. Nee. Doch. Erst in 5 Minuten. Okay, dann ist das hier ein Mandelbaum, den ich schon ernten kann. Hm. So. Und in 5 Minuten kann ich ihn nochmal ernten, alles klar. Ich beschwere mich nicht. Kirschbaum kann man auch ernten. So. Wo treibst du dich denn rum? Bei mir? Also hier? Hinten. Hier ist Kirschbaum erst in 55 Minuten. Da ernten. Das liegt bestimmt an meiner guten positiven Ausstrahlung. Das hier schön gießen. Mein Garten. Ein Garten eben. Wir müssen die Kühe zusammenlegen. Die tun doppelt ausgeben, irgendwie. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, wie man das machen kann. Das Problem ist, die bleiben irgendwie stehen. Vorher haben sie sich wenigstens ein bisschen bewegt. Ja, weil sie jetzt nur ein Feld haben, deswegen. Das hast du Geld weggeworfen. Tut mir leid. Warte. Ach, du meinst, die muss nebendran? Ach so. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, die bewegen sich über das ganze Feld. Nee. Nur dort, wo sie gepflanzt werden oder angebaut werden. Ach so. Da hätte ich das gar nicht so groß machen müssen, ne? Nö, aber lass es ruhig so. Können wir ja noch mehr bauen. Das hatte ich nicht gewusst, das tut mir leid. Anstieg. Bitte nicht hauen. Nicht schon wieder. Ja, auf, was denken die das gleich noch? Nein, er ist nicht, er tut mich nicht hauen. Ja, das sagen die jetzt auch. Sie wurde gezwungen, das zu sagen. Das stimmt nicht. Ich lese gerade nicht von einer Tafel ab. Also. Ich werde gerade nicht bedroht. Ich sage das freiwillig. Geht's nicht besser, ne? Nee. Nein, um Gottes Willen. Und wenn, dann könnte ich mich wehren. Okay, Schatz. Mit Rahmen, ne? Ja. Wenn er sauer ist, mache ich ihm Rahmen und dann ist er ganz handzahm. Kann man ihm über den Kopf streicheln und er beißt nicht. Nee. Der so. Kommt mich auch nur besuchen, weil ich Ramen machen kann. Und anderes essen. Hm. Oh, Salat können wir ernten. Hm. Oh.
wollen wir wieder anbauen? Ja, ich tät Salat wieder anbauen. Mehr können wir uns momentan nicht leisten. Aloe kostet 150. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Hm. Und auch wenn das mit dem Salat lange dauert, so wächst er doch schnell, also es läppert sich schon. Außerdem ist der Sommer gleich rum. Schaffen wir das noch? Ich kann mal gucken. Nein, nein, mit Abbauen meine ich. Ja, ja, Salat wächst das ganze Jahr über. Oder was meinst du mit Abbauen? Ich mein, ja, Abbauen, bis die Zeit abläuft, bis der neue Dings Monat ist. So ein bisschen Zeitdruck aufbauen. Ach so, ja, nein, wir schaffen das nicht. Ja, weil du... oder? Ich steh auf dem Schlauch. So eine Zeitschallenge. Abbauen, bevor der neue Monat ist. Ach so. Es wird knapp, ne? Ja. So, ich bin fertig. Geschafft. Challenge complete. So, jetzt schon gießen. Yay, Herbst. Herbst. Herbst ist schön. Ich kann ernten. Schön. Gibt ja Geld. Wir können Zeug verkaufen. Mhm. Willst du? Kannst du machen. Ich bin gerade am Ernten. Mhm. Was sagen denn eigentlich die Bienen? Aber die brauchen noch. Ja, furchtbar, Wittchen. So, Level aufgestiegen, die Sporenpalme. So fing das damals in Last of Us an, ne? Mit Sporen. Oh, Mandeln. Okay, die Mandeln auf meiner Insel kann ich schon wieder ernten. Weil die andere kann man ja auch, wo die Bambus sind. Die Bambus. Oder? Das Bambus? Ja. Ist Bambus. Ist Bambus. So. So, verkauft hast du, das ist gut. Dann gieße ich mal weiter. In 4 Minuten ist schon wieder Salat fertig. Hm. Also er bringt jetzt nicht unbedingt viel ein, aber wenn du halt einen pflanzt und erntest, kannst du danach 2 neue pflanzen. Mhm. Also es läppert sich schon. Ja, das schon halt, aber es ist halt mühselig, weil es halt nur ganz kleine Beträge sind. Natürlich. Ich meine, wenn wir jetzt den ganzen Tag spielen würden, da würde man bestimmt auch ganz schön viel Geld anhäufen, aber wer würde das freiwillig machen, so lange hier wirklich dann immer permanent immer das Gleiche zu machen? Die Zuschauer täten das machen. Hm. So, haben Mantel sie mir gerade gesagt. So. In 5 Minuten ist das Baumhaus schon fertig. Ja, dann brauchen wir wahrscheinlich noch mal Geld, ne? Das ist aber das letzte Mal. Ja, das hast du beim letzten Mal auch gesagt. Und bei dem Mal davor. Und bei dem Mal davor. Ich tue mal die Tiere füttern. Schnell von Tieren ablenken. Weißt du, ich habe das im Hinterkopf, ne? Das Ding hat jetzt schon 45.000 gekostet, ne? Mhm. Ja, denkst du, ich vergesse das? Du wolltest ein Baumhaus haben. Was bist du fertig? Ich wollte auch eine PlayStation 5 haben. Ach so. Davon hätten wir jetzt schon so viele haben können von den 45.000. Nee, weil die es ja nicht auf die Reihe kriegen, welche nach Deutschland zu schicken. Ja doch, aber nur in den kleinen Läden, das weißt ja. Du schon. Das ist so traurig. Magst du erzählen von deiner Geschichte im Mediamarkt? Mhm.
Nee. Da rege ich mich vielleicht nur auf. Dann habe ich was zu lachen. Also. Ja, das ist klar. Eigentlich ist es eher zum Weinen, ne? Ja. Mal so, ich mal ganz kurz erklären. Mediamarkt und Saturn und etc., bla bla bla, ohne Werbung zu machen, kriegen in den letzten Jahren, also in dem, also heutigen Punkt, wo wir heute haben, also den 13.06., kriegen seit Ewigkeiten keine PlayStation 5 mehr in ihren Shop rein. Und da denkt man sich ja, man möchte sich gerne auch eine bestellen, etc. Funktioniert hier nicht. Und man bekommt durch die kleinen Läden mit, so wie bei uns hier, Spielecenter oder Game Center, die kriegen halt fast alle zwei Monate eine PlayStation 5 rein und verkaufen die. Also nicht viele, aber die kriegen wir. Konstant halt, ne? Ja. Wir haben Mission abgeschlossen. Juhu. Jetzt müssen wir Blumenkohl. Blumenkohl, Forelle und Bohnen. Forelle haben wir schon angebaut. Jetzt brauchen wir noch Blumenkohl und Bohnen. Das können wir dann als nächstes in Angriff nehmen. Ja, Salat ist fertig. So. Was haben wir denn da? Ah, wir können. Was nehmen wir denn? Blumenkohl am besten. Die kosten okay. Pro Einheit 200 bis 260. Also pflanzen wir wieder Salat an und sparen. Sicher. Ja. Muss ja. Also wir müssen erstmal Geld haben, bevor wir... Ne? Wie viel Geld haben wir denn? 804. Wenn man die Diamanten in Geld umwandeln könnte, ich hätte sofort machen. Das ist so gemein, weil jetzt ist noch die Zeit, ne? Dass das Dreckszeug wachsen täte. Mhm. Aber gut. Nächstes Mal sind ja die Melonen fertig. Mhm. Die Erdbeeren sind dann fertig. Das Weizen, die Aubergine, die Blaubeeren. Und dann haben wir erstmal genug Ruhe bei jedem Abbau, dann nach jedem Tag, dass wir kein Geld mehr fürs Haus mal verwenden brauchen. Dann haben wir auch wieder 15.000 plus. Ja, bringt das denn Geld ein, oder? Das Haus dann? Mhm. Das tut sich schon was einbringen, man kann da drin kochen, einrichten und so weiter und so fort. Also. Man kann dann durch die ganzen Sachen, die wir hier anbauen, können wir dann Gerichte machen, die man für mehr Geld verkaufen können dann. Die Verbrauchung hat auch ihre Zeit, aber sage ich mal so, da wir ja pro Tag bloß eine Folge machen, so gut wie es geht, manchmal auch zwei, sofern wir Lust und Laune haben, ja, bringt das dann halt dann schon was. Weil das Essen ist dann halt auch auf mehrere Stufen aufgebaut, aber es macht finanziell dann schon Sinn. Ich habe einen Daniel gepflanzt. 20 Sekunden. Und dann? Dann können wir mal gucken, was das kostet, das nächste, ob es wieder auf 15 ist. Ein Baumhaus habe ich nie gebaut, deswegen halt. Keine Ahnung. Wegen den immensen Kosten. Der hat mir nachts eine Niere rausoperiert, deswegen. Mandeln. Nee, Mandeln habe ich noch. Da hatte ich als Kind oft Probleme mit und hatte Angst, dass die rausoperiert werden müssen. 15.000. So. Ja, brauchen wir noch? Mhm, noch einmal. Ich werd arm mit diesem Mann. Arm. Sehr arm. Oh, Fischer. Hey, zweimal zwei Forellen von 10. Tropische Fische, 10 von 40. Läuft. Ich glaube, Forellen haben wir, glaube ich, nur zwei Felder. Eins, zwei. Ja.
Nee. Drei Felder sogar. Genau. Drei Felder Forellen. Oh, wir sind ja schon ein neues Level aufgestiegen. So, von unserer Farm, mag ich gerade. Du kriegst ja gar nichts mit hier. Was können wir denn als nächstes anbauen? Was ist das? So. Oh, Rüben! Möhren. Nein, Rüben können wir jetzt bauen. Ach so. So. Tiere haben wir, Schafe! Oh. Kaufen 3.000, ernten 1,28.000. Wir können jetzt Kugelfische reinsetzen, ne? Ich möchte gerne einen Kugelfisch haben, das ist schön. Ja, was kostet. Wir haben 13.000. Jetzt haben wir noch 12. 11. Darf ich einen Kugelfisch machen? Ja. Pflanzen. Lavendel. Du musst dir diesen Kugelfisch ansehen. Mhm, mach ich. Pilzstand. Mir den Kopf einfach immer so quetscht. Doing. Ich liebe diesen Kugelfisch, ey. Ich kann nichts für sein Aussehen, aber er sieht einfach so cool aus. Ach ja. Futtertrog könnte man bauen. Yeah. Kugelfisch macht mich fertig, ey. Sieht einfach der zu gut aus. Ein Honigstand. Mist, können wir nicht leisten. Kann man hier eigentlich zu den Kühen auch die Schafe reinsetzen? Ja, kannst du alles. Achso. Ich hab mal zwei Schafe reingemacht. Mhm. Oh, Laubengang. Das ist sehr schön. Aber die muss man auch extra füttern, das ist ja blöd. Ja, klar. Jedes Tier braucht seine eigene Nahrung. Naja, okay, hier sind ja zwei verschiedene Schweinearten, das, ja, okay. Ja, das ist bei einem Schwein halt anders, halt Schweinerei. Mhm. So, die Hühner noch. Hier wollte ich mal gucken. Aus wie ein Alien. Was denn? Der Kugelfisch. Ja, er ist süß. Das ist jetzt, also ich nenne ihn Helmut. Ja, da ich ja, oh, oh, oh. Wenn ich so mit den Lippen mache, nom nom nom. Wenn ich mal mich vorstellen möchte, liebe Freunde, so sehe ich aus. Wunderschön. Ich finde diesen Kugel, das ist mein Highlight, ey. Du darfst alles verkaufen, nur diesen Kugelfisch nicht. Wird verfolgt von zwei Forellen. Oder beschützt. So. Gut, 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 gut. Hier kann man noch Geld abholen.
Salat hier. Kann man ernten. Jetzt könnte man Erdbeeren pflanzen, aber wir haben keine Erdbeeren. Ach. Was machst du da? Baut da wieder Dinge, ohne mich zu fragen. Du darfst doch auch bauen. Das ist was ganz anderes. Das ist meine Ranch. Die habe ich gegründet hier. Musst du heute noch mal ein bisschen jammern. Ich tu mal auf die Schnelle noch mal ein paar Erbsenbauern anbauen. Erbsen? Erbsen, ja. Bevor die Zeit vorbei ist. Wir brauchen aber Bohnen, ne? Ja, ich meine Bohnen, meine ich. Sorry. So, genau. Bohnen. Okay. Und Salat. Wenn wir den geerntet haben, ist die Folge dann auch schon fertig. Mhm. Dann können wir bis nächstes Mal... Ja. Finanziell haben wir ja auch wieder auf einen guten Stand gebracht wieder. Naja. Keine Ahnung, wie wir von uns gerade 13.000 bekommen haben. Ich denke mal, weil wir so viel Salat geerntet haben. Ach nee, vielleicht für den Levelaufstieg von der Farm. Oder durch den Levelaufstieg. Ne? Hm. Das kann sein, ich wusste nicht, dass man da auch Geld kriegt. Hm. Dann mit der Zeit, meine Freunde. Hm, okay. Die Zeit, lebe wohl zu sagen. Kannst noch verkaufen einmal. Ja. Na gut. Dann wird es Zeit, lebe wohl zu sagen für heute. Wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso wie wir. Liken. Und das bitte auch. und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss.